Leute, ihr kennt die Tradition. Ich reise jedes Jahr nach Berlin. Auch dieses Jahr war das wieder der Fall und deshalb erzähle ich euch im heutigen Video davon. Ja Leute, und dann gibt es natürlich noch die andere Tradition, dass wir hier CTGP 7 zocken in diesem wunderschönen Projekt. Kann man sich eigentlich als Podcast geben. Von dem her, lehnt euch zurück, genießt das Video, genießt meine Erzählungen, wenn man das so sagen kann. Und ja, genau. 2022 war ich zum ersten Mal in Berlin. Damals habe ich mein Abitur frisch geschafft und bin dann zu meinem Freund zum Basti rübergefetzt. Das war eine sehr schöne Zeit, davon habe ich euch bereits erzählt. Dann letztes Jahr, da war ich sozusagen in der Tiefphase meines Lebens. Ja, nach meinem Verkehrsunfall letztes Jahr ging es mir echt schlecht. Da bin ich also auch wieder zu Basti nach Berlin gegangen zum Abschalten. Und dieses Jahr war ich nicht alleine dort, sondern ich habe meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter und mein Stiefpapa, die habe ich dieses Jahr ja mitgenommen nach Berlin. Weil meine Mutter hat schon seit Jahren gemeint, ah, ich möchte auch irgendwann mal nach Berlin. Und ich kenne meine Mutter, ich kenne meinen Stiefvater, die ja, reden viel, aber wenn es um die beiden selber geht, dann nehmen die da nichts in die Hand, was da irgendeine Auszeit oder so angeht. Die hätten das nicht gemacht, das wüsste ich. Das wäre wieder so eine Aufschieberei, deshalb habe ich das selber in die Hand genommen. Habe einfach mit Basti geredet, dass er da so seine Kontakte spielen lässt. Und denen beiden eine Unterkunft verschafft für einen günstigen Preis. Hat auch soweit sehr gut geklappt, muss man sagen. Im Endeffekt, ja, dort wo Basti lebt, dieser Wohnblock, sage ich jetzt einfach mal, da gibt es auch Gästewohnungen. Dementsprechend haben meine Eltern dort einfach eine Gästewohnung von ihm gestellt bekommen. Beziehungsweise halt von dem Wohnblock, wo er halt eben wohnt. Genau, also habe ich dann eben mich darum gekümmert, habe mich auch um die Zugtickets gekümmert, dass meine Eltern und ich da sozusagen hinfahren können. Und ja, gesagt, getan, haben wir das gemacht. Vom 12. bis zum 20. August dieses Jahr waren wir dort. Also am 12. die Anreise, am 20. die Abreise. Basti hat uns auch am Bahnhof abgeholt. Das heißt, das war relativ unproblematisch mit unserem Gepäck, war sehr schön. Haben wir am Ankunftstag erstmal Einkäufe und so weiter erledigt. Erstmal angekommen. Und ja, ich weiß gar nicht. Im Endeffekt, ja, also wir haben natürlich trotzdem hin und wieder was zusammen unternommen auch. Also meine Eltern und ich. Aber wir haben grundsätzlich gesagt, so ihr seid für euch, wir sind für uns. Und jeder macht so sein Ding und wenn man Bock hat, kann man sich auch ab und zu mal treffen. Ich weiß gar nicht, sind Basti und ich am zweiten Tag schon schwimmen gewesen? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau vom Ablauf, aber eine Aktivität, die Basti und ich auf jeden Fall total lieben, das ist im Endeffekt in unserem Badesee schwimmen gehen. Wir kennen da so einen, oder was heißt wir? Er hat mir da so einen Spot sozusagen gezeigt, beigebracht, wie auch immer, schmackhaft gemacht, ja, wo wir sozusagen für uns relativ alleine sind, ganz wenige Leute, kleiner Badesee, oder ja, so klein ist der gar nicht, aber, sag ich mal, kein überlaufender Badesee, wie wenn man jetzt einfach in Berlin, in Mitte oder so irgendwo hingehen würde, da wäre alles ziemlich überladen. Ne, wir gehen da immer ein bisschen auswärts, einige Kilometer mit dem Auto fahren und dann gemütlich hat man seine Ruhe. Das ist so eine Aktivität, wie gesagt, die lieben wir, machen wir immer mal wieder, ist so unsere Hauptaktivität, einfach ein bisschen fit bleiben, ein bisschen planschen, dann in unseren Stühlen, in unseren Campingstühlen, die wir ans Wasser hinstellen, dann noch mal ein bisschen was frisches essen, ein paar Trauben, Mango oder irgendwas, was man halt so mitnimmt. Genau, das haben wir öfters gemacht. Ansonsten, ja, meine Eltern, die waren viel in der Stadt erkunden. Das mögen die beiden ganz gerne, sich immer so, wie soll man sagen,
Ja, so Touristenspots gucken die sich halt gerne an. Wie nennt man sowas? Highlights? Ne, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ist aber auch egal, ihr wisst ja, was ich meine. Das haben die beiden gemacht, tagsüber haben die das immer gemacht, haben wir uns gegenseitig Bilder geschickt von dem, was wir machen. War ganz cool. Und abends, da bin ich dann mit Basti meistens heimgekommen. Haben wir noch irgendwie zu Abend gegessen, irgendwas Gemütliches angeguckt, paar Filme oder irgendwas. Und dann spätabends, da bin ich dann meistens auch wieder losgezogen. Weil Basti ist ein Frühschläfer, weil er halt auch gewohnt ist, früh aufzustehen wegen seiner Arbeit. Klar, jetzt war er nicht arbeiten, aber einfach, dass er in dem Rhythmus bleibt. Und ja, er hat mir dann auch dieses Jahr zum ersten Mal seinen Wohnungsschlüssel gegeben. Einfach, dass ich auch die Möglichkeit habe, hey, abends, ich gehe nochmal weg. Wenn er schon schlafen geht, meine Eltern sind noch unterwegs, man trifft sich irgendwo an irgendeiner U-Bahn-Station oder irgendeinen Treffpunkt halt, den man gut ausfindig machen kann, sage ich mal so. Dann da noch irgendwas trinken gewesen, gemütlich oder irgendwas, ne? Das war eigentlich ganz schön. Was wir dieses Jahr dann auch gemacht haben, das war sehr cool. Habe ich auch wieder jemand Neues aus der Community persönlich kennengelernt. Und zwar der gute Aga. Ich weiß nicht, Aga wird hier wahrscheinlich nicht zuhören, aber wenn du hier zuhörst, dann gehen auch Grüße raus an dich. Den Aga, den habe ich dieses Jahr auch kennengelernt. Als Basti und ich dann tatsächlich an einem Tag, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag das war, ich glaube donnerstags, ist ja auch egal, spielt keine Rolle, welcher Tag das war, da sind wir zu Aga rübergefahren, haben uns in Dresden verabredet. Und zwar für eine Dampfschifffahrt durch die sächsische Schweiz. Das war sehr cool. Da sind wir von Dresden an der Elbe entlang gefahren mit also einem Dampfschiff bis nach Königstein war das, glaube ich. Das hat uns Aga da eingeladen. Er wollte mich auch mal persönlich kennenlernen. Ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt. Das war sehr cool. Basti und Aga, die unternehmen ja öfters was zusammen, so wie ich das mitgekriegt habe, privat. Das ist natürlich schön, wenn man eine Online-Community sozusagen aufgebaut hat, sich online kennengelernt hat, schon viele Jahre. Und dann lernt man die Leute mal in echt kennen. Das ist natürlich ein ganz anderer Vibe. Das ist viel, viel cooler, viel intensiver. Deshalb, das war sehr schön, war echt toll auch an dem Tag, muss man sagen, sich da schön hinpflanzen. Wir haben auch gestreamt auf der Hinfahrt. Also ja, ist ja hin und zurück, ne? Also hin nach Königstein, dann in Königstein sind wir, glaube ich, eine Stunde oder so angelegt, ja, am Hafen konnte man ein bisschen, ja, von Bord gehen und dann wieder an Bord. Ja, hat man viel gesehen, ne? Gab es auch immer so durch den Lautsprecher quasi die Durchsage, wo man sich gerade befindet, was da gerade für eine Sehenswürdigkeit ist. Das Wort hat mir vorher gefehlt, Sehenswürdigkeit. Genau, einige Sehenswürdigkeiten links und rechts von der Elbe. Sehr schön wurde man da durchgeführt, kann man so sagen. Gab auch Getränke, Essen und so weiter, was man sich dort bestellen konnte. Also echt gemütlich. Ich bin teilweise auch einfach an Deck gegangen. Hab mich einfach schön in die Sonne reingelegt, bisschen die Augen geschlossen. War echt gemütlich, also ich mag auch die Wasserluft sozusagen, wenn man auf hoher See ist. Das ist nochmal eine ganz andere Luft, total frisch und gesund. Das ist echt toll. Dann in Königstein, Basti und Aga, die sind auf dem Schiff geblieben. Ich bin dann noch vom Schiff runtergegangen, habe ein bisschen Königstein erkundet. Dort gab es auch einen Aussichtspunkt auf einem Berg oben drauf. Deshalb bin ich auf dem Berg da hochgeklettert. Ja, geklettert nicht, aber schon ein steiler Weg, den man da zu gehen hatte. Und deswegen, ja, habe ich so in der Zwischenzeit gemacht, wo das Schiff angelegt ist. Und dann wieder zurück an Bord gegangen. Abends dann wieder zurückgefahren. Genau.
Sonst, was haben Basti und ich natürlich noch eine andere Tradition? Oder was heißt Tradition? Das haben wir eigentlich erst letztes Jahr gemacht. Und zwar waren wir letztes Jahr im Tropical Islands. Ist ein gigantisches Bade-Wellness-Resort. Da sind wir letztes Jahr hingegangen. Und da wollten wir auch dieses Jahr unbedingt wieder hingehen. Und wir sind tatsächlich genau ein Jahr und einen Tag später sind wir dorthin gegangen. Und das war auch wieder echt schön. Muss man natürlich sagen, Tropical Islands, das kann man gut genießen auf jeden Fall. Ne? Kann man da ein bisschen planschen in den verschiedensten Becken. Basti war relativ viel einfach so am Entspannen. Ich war auch ein bisschen wieder Wasserrutschen und so weiter erkunden. Dieses Jahr haben wir auch die Wildwasserrutsche, haben wir zu zweit mal uns angeschaut. War gar nicht so wild, muss man sagen. Da ist man viel hängen geblieben, einfach nur. Ohne dass man da weitergerutscht ist. Da musste man sich viel selbst anschubsen. War also gar nicht so wild, das Wildwasser. Aber sonst, ja, Tropical Islands natürlich wieder sehr cool, sage ich mal. Ansonsten, was hat man noch gemacht? Ja, was auch ein witziger Zufall war tatsächlich, der gute CJ, den kennt man ja auch in der Community, mit dem habe ich oft gestreamt, zum Beispiel auf Twitch, zeitweise auch auf Kick. Ja, der war tatsächlich auch zeitgleich wie wir in Berlin, zufälligerweise, weil er da auch jemand anderen noch besucht hat, den wir kennen, oder die wir kennen, genau. Und dann hat man sich... Ich glaube, an dem Sonntag war es einfach, hat man sich verabredet. Hey, du kennst ja Basti auch noch nicht persönlich. Die beiden kennen sich auch nur online. Und ich kenne die andere Person, die CJ halt besucht hat. Die kannte ich auch noch nicht persönlich. Deshalb haben wir uns einfach getroffen zu sechst. Mit Basti, mit CJ, mit meinen Eltern. Ja, genau. Haben wir uns zu sechst getroffen. War cool, gemütlich. Eis essen bzw. Kaffee trinken gewesen. Und dann am Montag, genau, das war der letzte vollständige Tag, da haben Basti und ich, haben meine Eltern zum Frühstück eingeladen bei Basti zu Hause. Haben wir schön alles hergerichtet. Ganz gemütlich. Und dann noch eine kleine Erkundungstour mit Bastis Auto gemacht, wo er uns ein bisschen rumgeführt hat. Durch den Grunewald hauptsächlich, aber auch teilweise durch Potsdam. Genau, ist mir der Ort entfallen. Und genau, das war auch echt schön. Soweit, ja. Ich glaube, ich habe das meiste erzählt. Ja, doch. Ich glaube, ich habe das meiste erzählt, ja. So wieder... Unsere Standardsachen natürlich gemacht, wie gesagt, hauptsächlich baden, schwimmen gewesen. Was wir dieses Jahr nicht gemacht haben, das fällt mir auf, das haben wir die Jahre zuvor gemacht, war Filme zu kaufen. Da waren wir jetzt beide dieses Jahr nicht so scharf drauf, aber Filme geguckt haben wir halt abends dann einfach, so wenn wir unsere Entspannungstage hatten. Ich glaube am letzten Abend... Da hat mir Basti auch mal wieder ein bisschen das Zocken schmackhaft gemacht. Ich habe monatelang nicht gezockt. Und dann bei ihm, er hat ein bisschen, wie heißt denn das? NES oder Nintendo World Championships, NES Edition heißt es, glaube ich. Also das war es jetzt halt dieses Jahr, für die Switch rauskam. Hat er abends ein bisschen gezockt und dann dachte ich mir, ach, das sieht ja ganz spaßig aus, jetzt lass mich das auch mal zocken. Und jetzt habe ich mir das tatsächlich auch... Ja, Grüße gehen raus, Basti. Ich habe es mir auch selber gekauft wegen dir. Mann, ey. Du hast mich süchtig gemacht. Ja, so süchtig jetzt nicht. Aber ich zock's immer mal wieder am Wochenende. Wenn ich dann zurück bin von der Arbeitswoche. Ja, wisst ihr Bescheid. Unter der Woche bin ich immer auf Geschäftsreise. Und am Wochenende dann zock ich halt auch mal wieder ein bisschen. Aber nicht jedes Wochenende, jetzt dieses Wochenende halt zum Beispiel wieder, weil ich jetzt eben das hier aufnehme. Unter anderem, nee, aber muss man wirklich sagen, das war wieder ein cooler Ausflug, ein cooler Sommer in Berlin. Und dieses Mal auch mit mehr Leuten. Was natürlich auch mehr, ja, weiß ich nicht, ob es mehr Spaß gemacht hat, aber mindestens genauso viel Spaß. Und war echt wieder eine Erholung, zumindest für mich. Ich denke auch für die anderen Parteien, die würden sich da mir anschließen, aber
Sprechen kann ich natürlich grundsätzlich nur für mich, das ist ganz klar. Deswegen würde mich an der Stelle interessieren, Leute. Jetzt neigt sich ja der Sommer langsam wieder dem Ende zu. Ja, September. Und da geht das Jahr auch bald zu Ende. Wie habt ihr so euren Sommer verbracht? Wart ihr irgendwo unterwegs? Innerhalb oder auch außerhalb Deutschlands? Wo wart ihr so? Wo habt ihr euch rumgetrieben? Die Sonne bzw. die Hitze ausklingen lassen? Habt ihr euch gebräunt? Habt ihr euch nicht gebräunt? Habt ihr mit Familie, mit Freunden was gemacht? Erzählt einfach mal in den Kommentaren. Würde mich natürlich auch interessieren. Ansonsten hier, hey, zumindest einen Goldcup geholt im Spiel. Und deshalb würde ich mich da auch nicht beschweren. Ihr kennt das ganze Prozedere, ne? Einfach ein positives oder negatives Feedback geben, so wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Auch gern Themenvorschläge. Ich erwähne es, glaube ich, viel zu selten. Themenvorschläge auch immer gerne reinschreiben. Was ich umsetze, kann ich natürlich nicht versprechen, aber würde mich interessieren, was euch so interessiert. Deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!